Hey Leute, ich bin's Conny und heute spiele ich zusammen mit Victor Mining Simulator 2. Ich sollte Victor unbedingt bei einer Challenge helfen. Und was das für eine Challenge ist, erklärt er am besten selber. Dann nehme ich an, so werden wir erstmal von Noob zu Pro spielen, ohne zu klicken. Oh mein Gott. Und wie willst du das machen? Ja. Ohne zu klicken oder ohne zu minen? Oh, voll vergessen, Digga. Ohne klicken geht das nicht. Ich muss dir erstmal was erklären, Anton, okay? Ja. Ich hab dich verarscht. Jetzt hör mir zu. Hör mir zu, Anton. Ich hör dir zu. Wir werden jetzt Mining Simulator 2 ohne zu meinen spielen. Also ich ohne Gott. Zu meinen durchspielen. Was? Du wirst mein Sklave sein und mir helfen. Wie so ein Opfer. Okay. Jetzt buddel mir den Weg nach unten. Ja, ich buddel ja schon. Ich buddel. Ja, buddel sofort. Ich buddel schon. Ganz nach unten. Schneller. Ich versuch's ja. Bitte. Ich schleife. Du bist trotzdem irgendwie verlangsam. Ja, ich bin ziemlich. Machen? Ich kann nicht schneller machen. Mach halt einfach schneller. Ja, mach okay, du doch einfach schneller. Schatz, Elvia, ist ein guter Start, Anton. Ja, ich buddel jetzt einfach nach unten. Ich mach, was ich will. So, Victor, wie fühlt es sich an, so von mir nach unten gezogen zu werden? Bist du überhaupt in meinem Loch oder wartest du oben? Das fühlt sich so gut an. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich sehe manchmal deine Füße bei mir reinfallen. Was? Ja, ich sehe manchmal so deine Füße rein. Oder sind das andere Leute? Da ist noch eine zweite Person bei uns drin. Da ist eine andere Person drin. Du siehst andere Füße. Gehst du raus? Ja, unser Loch. Das ist unser Loch. Komm, Victor, wir müssen das Loch verschieben. Okay, also wir verschieben das Loch. Okay, hier ist das Loch. Okay, hier ist das Loch. Jetzt sind wir in der zweiten Area schon mal, Anton. Yay! Yay. Und ab dieser Area kann ich mir tatsächlich sogar die erste New kaufen. Denn, Leute, ich darf zwar nicht mit meiner Spitzhacke Sachen abbauen, aber ich darf erstmal Dynamit wie ein Verrückter rumwerfen. Oh Gott. Victor, hier hat schon jemand Dynamit wie ein Verrückter rumgeworfen. Der kostet nur 85.000, Anton, das erste C4. Das ist machbar. Das ist gar nicht mal so viel. Und Victor, ich glaube, wir suchen mal nach einer Höhle. Weil. Wo bist du? Ich bin hier ins Loch direkt reingefallen. Ah, hi. Hi. Ja, ich glaube, ich nutze jetzt mal meine Nukes hier, um ein bisschen was frei zu machen. Aber warum? Weil wir nach einer Truhe suchen. Hier zur Seite? Wollen wir nicht schon mal nach einer Truhe suchen? Aber hier gibt es ja keine Höhlen, oder? Natürlich gibt es ja Höhlen. Warum sollte es hier keine Höhlen geben? Die nächste Höhle ist direkt hier, Victor. Ja, okay, Anton. Ja, da unten. Geh rein. Hol sie dir. Oh mein Gott, die erste Kiste. Schnapp sie, den Tiger. 500 Münzen. Oh, wow. Ich könnte ein Eck kaufen. Okay, aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Big gibt noch nichts. Ja, eben. Ich glaube, das bringt noch nichts. Aber Anton, wo bist du? Ich bin wieder oben bei Frozen Depths. Achso, ich komme. Ja, wo bist du? Wo bist du? Ich komme. Ich komme. Ich bin hier. Okay, wir springen runter, schnell. Schnell, Anton, da, wo uns keiner sieht. Hier in das Loch. Hier hat jemand schon ein Loch gebuddelt. Okay, wer hat jetzt dieses Loch gemacht, Anton? Das habe ich doch eben gemacht. Bisschen Vorarbeit von mir. Huch. Nice. Hier hat jemand noch ein Loch. Ich fall immer direkt rein. Ich bin wie im Flummi gesprungen. Auf jeden Fall sind wir jetzt in der Gummibesen-Area. Wo muss ich jetzt rein? Ah, da muss ich rein. Genau, Anton. Hier ist das nächste Loch. Das habe ich schon für dich vorbereitet, Victor. Keine Sorge. Dankeschön. Ja, ich wollte dich einfach mal ein bisschen schneller nach unten holen. Und ich dachte mir, seine Ehre, Mann, dieser Conny. Genau, genau. Oh, direkt schön in ignoriere die Leute da unten. Ignoriere die hier unten im Loch drin sind. Hey, ich sehe keinen, der hier im Loch ist, außer du und mich. Ja, genau. Ja. Also ich sehe nur mich und dich. Oh, buddeln wir uns mal runter, ja, die vorletzte Ebene. Und da können wir nochmal gucken, ob die Truhen dort ein bisschen mehr bringen. Das Ding ist ja, die Truhen bringen genauso viel. Das einzige Ding ist halt, desto weiter unten du bist, desto höher ist die Chance für goldene Truhen und solchen Sachen. Und die wollen wir ja auch finden, ne? Ja, natürlich, weil die bringen dann, glaube ich, 5000 Coins. Und theoretisch bräuchten wir dann, wenn wir keine Pets haben, bräuchten wir, wie viele Pets? Ich meine, wie viele Truhen? 85.000? Das ist so Mathematiker. Eine Menge. Und wir haben es gleich geschafft, Victor. Siehst also, das sind nur 17 Truhen, die wir noch finden müssen. 17 goldene Truhen, das machen wir easy. Ja. Hier sind wir endlich. Hier, Anton. Ah, ich fliege jetzt noch, Anton, Hilfe! Ja, dann geh auf Verkaufen. Ich war schlau. Ich wusste, dass die das machen werden. Kommst du hoch? Hilfe, Anton! Gehst du auf Verkaufen? Komm ich raus! Gehst du verkaufen? Ich kann nichts verkaufen. Oh. Gehst du Oberfläche und runter teleportieren? Mach ich. Hi. Hi. Okay. Du brauchst mich jetzt erstmal zu Höhlen? Ja, ich guck jetzt erstmal hier, ob da eine Höhle zu finden ist, weil man kann ja immer noch mit der Kamera, auch wenn man keinen Dings hat, gucken. Okay, da unten ist eine Höhle, aber die ist zu klein für eine Kiste. Hä? Ja, wir haben uns sogar an der Höhle vorbeigegraben. Ja, das hier war die Höhle. Ey, was für wir? Ich hab gar nicht gebuddelt. Das hier ist die Höhle, Victor. Ich hab immer noch null Blöcke meint. Ja, immer noch null Blöcke meint. Ja, wo bist du hin? Da bist du, hallo. Ja, hi. Okay, hier. Ah, ist die blöde Kiste. Oh, Höhle. Oh, OP-Kiste. Die ist kacke, 500 Münzen. 500 Münzen-Kiste. Okay. Ja, die nächste Höhle wäre da hinten. Anton. Bitte gib uns die gute Anton. Kisten. Hm? Ab zum Profit, Anton. Profite? Oh. Keine Profite. Okay, Victor. Ja, das können wir nicht machen. Was sollst du machen? Ich wollte antäuschen. Ich will unser Anhängsel hier loswerden. Ich habe eine Idee, wie. Komm schnell. Komm. Ich komme. Hier runter. Ich bin aber nicht so schnell wie du. Wo bist du hin? Ich bin einfach in den Gang und dann ins Loch rein. Ich bin auch hier. Hallo. Ja, sehr gut. Bau über dich zu. Ich habe keine Blöcke zum Zubauen. Die muss ich alle behalten. Meine. Ah, das wäre so cool, wenn man hier zubauen könnte. Dann wäre das wirklich wie Minecraft. Oh, warte, das war eine Höhle, Anton, hä? Ja, ja, war die gut? Ich weiß nicht. Die hat sich voll klein angefühlt, weil das Loch nur so zwei Blöcke hoch war. Natürlich sind nur zwei Blöcke hoch, Anton. So funktionieren Höhlen in dem Spiel. Ja, nee. Kisten sind nur in großen Höhlen, wie der da. Hier ist Kisten. Höhle. Wo ist die Kiste? Keine Kisten. Keine Kisten? Und keine Kisten.
Oh, es geht ja aber weiter. Nichts. Okay, dann gehen wir hier Nichts. Guck mal, hier hat schon jemand vor. Ah, nächste. Oh, nächste Höhle, guck, Anton. Auch nichts. Okay, nächste Höhle. Wir finden schon eine Höhle für dich. Ja, jetzt müssen, wir müssen eigentlich diese blaue Kiste finden. Wie viel ist da drin, wenn du nichts hast an Bonus? Gems. Nur Gems? Okay. Nee, die bringen keine Coins, nur die goldene Kiste bringen Coins. Bist du goldene Kiste? Oh, hier ist ein Gute. Nein, er wird mir die Kiste holen. Er wird mir die Kiste klauen. Nein. Okay, ich habe die Kiste bekommen, Anton. 2000 Coins. Aber hier ist auch Deltrix. Pass auf. Ich versuche den wegzubuddeln mit seinem Bohrer. Oh. Gehst du weg? Meine Coins, weggehen. Please. Ich finde keine Kisten. Ah, hier sind so viele Erze, die nehme ich mit, das gönne ich mir. Lecker Schmecker. Wurden alle Kisten geklaut. Lecker Schmecker. Deswegen, Private Server wäre schon praktisch, aber das ist halt die Challenge, ne? Dass hier einfach andere Leute natürlich um uns rumwuseln. Natürlich, das ist die Challenge, wäre ein Noob zu spielen. Okay, also wir müssen weg. Okay. Hier gibt's nichts. Okay, Victor, hinter dir, hinter dir. Wir müssen wo runter buddeln, wo uns keiner sieht. Okay, Anton. Mach hinter dir zu. Du bist so schlau. Okay, wir buddeln uns erstmal dahin, weil das eine ganz kleine Höhle. Da muss jetzt die größte Kiste aller Zeiten drin sein. Okay, ich muss einmal noch gucken, wo die Höhle ist. Ah, hier. Goldene Kiste, please. 15.000 Münzen. Nice. 15.000. Wie viel brauchst du nochmal? 48.000? 85. Okay. Wir brauchen ein paar mehr goldene Kisten oder noch bessere fast. Kisten. Goldene Kisten wäre tatsächlich sogar am besten. Ich dachte, die bringen nur 5.000, aber die bringen anscheinend sogar 15.000. Ja. Und was bringen die silbernen Kisten? Ich glaube, die bringen 2.000. Ich hatte immer das Gefühl, dass die besser waren, aber wahrscheinlich, weil ich die silbernen Kisten später im Spiel mal gefunden habe. Ja, wahrscheinlich, weil du Pets hast, Anton. Ja. Kisten könnten ja auch über 1 Milliarde geben, aber ich habe halt keine Pets. Warte, da war eine Höhle, Anton, da war eine Höhle. Nein, da war keine Höhle, das bildest du dir ein. Komm, wir buddeln uns kurz mal da hoch zu der Höhle. Okay, Anton, wir bauen uns hoch zu der Höhle, die ich mir eingebildet habe. Ja, hast du dir halt eingebildet. Wo ist denn die? Ich sehe nix. Habe ich mir halt eingebildet, was soll ich denn sagen? Ich sehe keine Höhle. Ist das die Höhle? Ich glaube schon. Ja, das ist die Höhle. Und dann ist die Kiste. 1200 Coins. Und hier geht's weiter nach unten, Anton. Hier, komm. Yeah. Hier geht's weiter nach unten. Und hier ist nichts. Hier ist nichts. Weiter nach unten, Anton. Ey, aber dafür findet uns hier niemand mehr. Wir sind jetzt so eingekapselt, uns findet niemand mehr. Genau, Anton. Aber wir finden uns auch nicht mehr. Also wenn du einmal irgendwie auf Oberfläche kommst, dann ist es vorbei, Victor. Dann sind wir tot. Ja. Wollen wir uns nicht vielleicht zu Höhlen buddeln, Anton? Da ist eine Höhle neben uns weg gewesen. Nein. Da ist gar nichts. Anton, ich seh's doch. Doch, da ist eine Höhle. Da sind sogar mehrere Höhlen neben uns. Wir gucken einmal raus. Ah ja, da oben. Ja, ja. Ja, aber nur weil du durch die Wand guckst, du Cheater. Du nimmst ja gar nicht mal die Höhlen alle mit. Hier ist eine Kiste rechts hier direkt. 500. Kiste. Die wird wahrscheinlich kacke. Die hat nur 500 Coins gebraucht. Okay, hier ist nichts. Hier ist nichts. Oh. Ich bohre nur 65.000 Coins. Ich darf die Erze alle behalten, ja? Ja. Ja, das lohnt sich für mich, Leute. Erze-Trading, Anton. Anton, ich stecke im Loch, bis ich komme hier nicht mehr raus. Okay, wo ist die nächste Höhle? Ja, aber die ist jetzt auch nicht so riesig. Wir gucken einfach mal nach. Ja. Naja. Oh, ich ist Höhle. Ja. Hier ist aber nichts. Und die nächste Höhle ist direkt nebenan. Dann ab nach nebenan. Das war sie. So, die nächste Höhle ist, hier oben? Drüber? Ja, okay, das war eine 2 Block hohe Höhle. Okay, nice. Und die nächste Höhle ist, wir sind hier, Mann, das ist so eine flache Höhle. Hier, da ist die Kiste. Kisten, mehrere Kisten, oh mein Gott. 500 Coins. Hier. Und da ist eine silberne. Ich hole. Gönn dir alles. Ich gönn mir alles. 500 Coins. Ja, Victor. 1200 Coins. Hier ist doch eine, Victor, du bist vorbeigelaufen. Oh, direkt vor mir. Wo? Direkt vor mir. Ja, ach so, die im Loch. Ja. 4000 Coins, nice. Yeah. Oh, warte, das muss ich mitnehmen. Wir suchen weiter nach Kisten. Wollen wir weiterlaufen? Nee, ich suche noch weiter nach Kisten hier. Ich auch. Aber wo sind die Kisten? Hier ist noch irgendwie ungeladene Höhle, deswegen. Ja, ungeladene Höhle. Das ist eine Kiste, Anton. Ja. 1200 Coins. Aber wir brauchen mehr, bessere Kisten. 30.000 Coins. Ja, wo ist die 30.000 Coins Kiste? Kisten. Keine Ahnung, wo sind die? So, gucken wir mal nach. Und hier sind so viele Höhlen. Nee, das ist schon der größte Höhlenschrank, den wir hier haben. Den wir hier haben. Anton, ich glaube, ich stecke wieder in einem Loch. Oh nein, in welchem Loch? Ich kann dich nicht finden. Ich bin raus, alles gut, Anton. Alles okay, gut, ich bin raus. Sehr gut. Gut, wir müssen raus. Gut, wir müssen uns weiter nach unten buddeln, weil auf der Höhle ist das. Höhe ist das die größte Höhle hier in der Nähe. Wir brauchen mehr Höhlen, die geladen werden. Wir müssen den Server zum Crashen bringen, Anton. Genau. Aber. Ah, da unten ist die nächste Höhle hier. Jetzt kommt er zur nächsten Höhle, Anton. Eine Gönnerhöhle wird das. Ui, das ist wie ein Riss. Gönnerhöhle. Und dann auch noch auf so einer Ebene, wo sich die Blöcke färben. Das ist cool. Aber keine Kiste. Warum? Okay, gucken wir nach. Warum? Direkt unter uns ist die nächste Höhle hier. Können wir uns einfach runtergraben und dann fallen wir rein. So, oh, aber wo sind die Kisten? Kiste! Hier! Sehr gut. 500 Münzen! Ja, aber wo sind die guten Kisten? Ich weiß es auch nicht. Aber hier voll die große Höhle. Oh ja, voll. Oh, hey. Voll die große Höhle, Anton. Noch eine weitere Kiste. Ja, aber immer nur die schlechten. 500 Münzen. Meinst du die schlechten spawnen, weil du in der Nähe bist oder was? Das wäre richtig mies, wenn die Kisten spawnen, je nachdem, wer in der Nähe ist. Gold. 15.000 Münzen. Nice. Wir haben die Hälfte schon. Okay, hier noch einer. 500 Münzen. Die pisse ich. Okay, und dann gehen wir runter. Das wird wieder eine flache Höhle unter uns, aber wir gucken sie uns trotzdem an. Ja, vielleicht haben wir ja trotzdem irgendwie 7 Kisten dort. Das kann ja sein. Das hier ist sie.
Okay. Die flache Höhle. Ah, doch, größer als ich dachte. Oh, die ist ja mega groß. Oh, direkt hier oben, wo wir reingekommen sind. Die ist 500 Münzen über uns. Okay, Anton. Okay, Anton. Die ist zwar leider nicht so gut für mich, aber ich glaube, ich kann mit der erstmal den. Warte, Victor, warte, Victor. Kommst du ran? Wie bist du? Was? Kommst du ran? Hier oben. Wie bist du? Hier, da wo wir reingegangen sind in die Höhle. Du hast was vergessen, du bist einfach dran vorbeigelaufen hier. Oh, das ist noch eine Höhle. Oh, die hab ich ja komplett übersehen. Ja. Ja, 2000 Münzen, hallo? Oh, die blaue, darf ich die haben? Holzkiste. Aber siehst du dich hier, Anton? Ja. Ich kann mit der einen Big Earner Boost bekommen. Wenn ich den bekomme, dann bekommen wir anderthalb mal so viele Coins die ganze Zeit. Deswegen, please! Okay, wir hoffen, dass das auf Kisten zählt. Ich habe 20 Edelsteine, 10 Minuten Lucky Boost und für 2 Minuten Super Lucky Boost bekommen. Ah, okay, naja, schade. Schade! Münzen. Das ist selber eine Kiste. 2000 Münzen, nice. Das sind 2 selber, noch eine goldene. 8000 Münzen. Ey, das ist die beste Höhle. Ich dachte, das ist so wieder so eine flache Höhle in der Nichts. Das ist wirklich die beste Höhle in Fortnite. Seht ihr, Leute? 1200 Münzen. Leute, ihr dürft eine Höhle niemals nach ihrem Äußeren beurteilen. Es kommt immer auf die inneren Werte an. Auf die Kisten. Auf die Kisten geht's an und auf die Herzen. Anton, mir fehlen doch 15.000. Immer noch. Was ist immer noch? Wir sind fast fertig. Ja, aber eben waren es noch 15.000. Okay, wir buddeln uns weiter nach unten. Obwohl, ich gucke erstmal, wo wir uns hinbuddeln müssen. Okay, da ist wieder eine Höhle, die sieht sehr, sehr flach aus. Aber wir gehen hin, weil nicht auf die äußeren Werte schauen. Es ist ja das Innere, worauf es ankommt. Ja, die Kisten. Genau. Und? Ah, sie ist nicht so flach, wie ich dachte. Aber wo sind die Kisten? Victor, was soll das? Nichts. Die Höhle hat uns verarscht. Mein Geld zurück. Okay, hier oben geht's weiter. Okay, let's go, Anton, nach oben. Ich bin ein Pionier. Ich bin der Pionier der Höhlen. Hallo? Was ist das für eine Höhle? So, hier. Ah, da sind wir. Aber hier ist auch nichts. Ist nix. Okay, dann gucken wir weiter. Gucken wir mal nach. Dann gucken wir weiter. Ah, und die nächste Höhle ist direkt hier, schräg unter uns. So, und hier ist noch eine goldene Kiste. 3000 Coins? 2? Ja. Hier ist eine weitere. 5 Edelsteine. Nein! 2000 Coins? Mhm. Wir sind nur noch 10.000 Gems entfernt, Anton. Okay. Aber ich glaube, ich kann nicht weiter in Kisten, kann das sein? Ich glaube, das war's. Ja, aber es gibt Chromit und Unobtanium. Damit kann ich sagen, weil ich glaube, ich kann das nicht mehr abbauen. Ja, ich gucke nur, ob wir vielleicht was übersehen haben. Leute, wenn wir eine Kiste übersehen haben, schreibt's in den Chat. Ich lese es nicht. Ich lese. Wo bist du hin? Ich stehe neben dir. Ach so. Das habe ich gewusst, Victor. Das habe ich gewusst. Genau, also ja, gehen wir in die nächste Höhle, die ist hier. Oh! Ja, genau, gehen wir in die nächste Höhle. Oh, okay. Please, 1200 Coins, ist gut. Okay. Und die nächste Höhle ist. Oh, das ist eine hohe Höhle. Das sind 2 Höhlen übereinander. Wenn wir Pech haben, landen wir zwischen ihnen. Okay, das hier ist erstmal die obere. Hier ist nichts und dann springen wir runter in die untere. Auch nichts. Wow. Nur mein Geld zurück. Wo ist mein Geld? Okay, wir müssen uns nach unten buddeln. Hier ist keine Höhle mehr in der Nähe. So, jetzt sollte aber wieder eine Höhle in der Nähe sein. Also gucken wir nochmal nach. Und ja, da könnte was drin sein. Wir gucken erstmal hier hin. Okay, dann schauen wir erstmal in die obere Höhle. Wenn wir Besseres finden, können wir nochmal zurückgehen oder die andere angucken. Wo ist die Höhle da? Nee. Hä? Nee. Nicht blöd. Direkt über uns? Ja, die ist über uns. Ah, hab ich gewusst. Innere die Werte. Die ist da gar nicht. Die ist flach. Die sah gar nicht mal so flach aus. 6000 Coins. Ah, sehr gut. 6000. Ja. Seht ihr, innere Werte. Uns fehlen noch 2100. Gut, dann gehen wir wieder zurück in unseren Gang von eben. Wenn es gut läuft, noch eine Kiste. Komm, hier ist der Gang von eben. Warte, mussten wir hoch oder runter für die andere? Wir mussten auf der Ebene bleiben ungefähr. Okay, hier ist die nächste Höhle. Ah, eine goldene. 15.000 Gems. Gems. Coins. Ah, ich dachte schon. Oh mein Gott, das wäre zu wild gewesen. Auf jeden Fall nochmal 1200 Münzen. Wir haben es geschafft, Anton. Wir haben es geschafft, Victor. Deine Sklaverei hat sich gelohnt gemacht. Jetzt kann ich mir erstmal Dynamit kaufen. Jetzt kann gegamed werden, Anton. Ich habe mir Dynamit gekauft, Anton. Victor hat sich Dynamit gekauft. Das kann man sich bei Frozen Deaths kaufen, oder? Genau. Jetzt gehe ich erstmal wieder zur Spawn-Welt, hol dir erstmal beim Shop einen neuen Backpack, Anton. Yeah. Für 14.000. Dafür 4.000, okay, den mittleren Fass. Beim Mining-Simulator ohne Minen durchspielen heißt, man kann ja immer noch die Omega-Nuke benutzen oder halt das Dynamit. Eben, und deswegen werde ich jetzt erstmal OP-Pads hatchen. Ich habe Hirsch gehatcht, Anton. Ja, ich habe schon alle OP-Pads gehatcht. Guck dir das mal an hier. Ich habe Hirsch gehatcht. Was? Habt ihr nicht verstanden? Ich hab jetzt Eichhörnchen gehatcht, Anton. Hast du nie? Du bist doch Eichhörnchen. Warte, ich bin so OP. Bist du gar nicht. Doch. Ja, wo bist du? In der Frozen Death Area. Jetzt werfe ich erstmal meinen Dynamit überall hin. Und werd OP. Okay, ich versuche die Leute in die Irre zu leiten. Ich kann die Erze nicht mitnehmen, weil meine Spitzhacke zu schlecht ist. Oh, wow. Du musst dir eine bessere Spitzhacke leisten. Ich baue eine bessere Spitzhacke. Aber du kannst ja eigentlich auch die schlechten Erze erstmal mitnehmen. Nee, jetzt fängt halt der Struggle an, Victor. Jetzt fängt der Struggle an. Ich komme erstmal. Oh, Anton, ich sehe gerade erst. Es gibt Dynamit, das kostet nur 2500. Oh. Wir hätten einfach auf Dynamit gehen können. Ja, habe ich doch gesagt. Wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Wusste ich wirklich nicht. Aber das Dynamit, das hat, glaube ich, nur 2x2 Sprengradius. Also so gar nichts. Ja, irgendwie sowas.
Ey, man hätte aber damit gamen können, theoretisch. Ja, aber Victor, wenn du jetzt an die Oberfläche kommst, ihr habt ein bisschen Kohle freigesprengt. Ich liebe Kohle, du weißt jetzt, ich liebe Kohle. Da ist Kohle da vorne. Ich liebe Kohle, Anton. Hier. Oh mein Gott, so viel Kohle. Ich werde jetzt den Boden unter deinen Füßen wegsprengen. Ha! Nie wieder wirst du herauskommen. Oh, noch mehr Kohle. Oh, ich bin tot. Ich habe noch mehr Kohle freigesprengt. Ich höre den Kopf vor. Aber ist so viel Fossil Kohle. Und sowas. Okay, dann hole ich die Kohle. Ist meine Kohle. Kohle, 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 Kohle. Das war ich, Victor. Oh, okay. Wenn ich 450 Silber farme, Anton, dann kriege ich 1400 Punkte. Das bedeutet, ich kann mir dann, glaube ich, ein Egg kaufen. Okay. Als du eben noch gemeint hast, Chromit meinen, dachte ich mir, Digga, wie willst du Chromit meinen? Wenn du eine Spitzhacke hast, die Chromit meinen kann, dann hast du das Spiel durchgespielt. Nein, ich muss erstmal in die Space Area gehen, Anton. Ja, da bin ich schon längst schlafen, wenn du da bist. Aber die Videos zusammengebaut, Anton, was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung, wir können jetzt Feierabend machen, oder? Ja. Also, das war's mit dem Video. Like, Abo. Oder wir machen nicht Feierabend, weil irgendwie ist es noch nicht so zufriedenstellend. Also, ich warte irgendwie, bis die Videos wieder da ist. Ja, du kannst doch hier das Robux-Ei öffnen. Dann bist du halt ein Noob mit Robux ohne meinen. Jetzt einfach so random Robux-Ei öffnen. Kann man machen. Muss man nicht, kann man aber. Geh fischen. Muss man nicht, kann man aber. Wie soll Victor fischen gehen? Er hat nicht mal die Millionen Blöcke, um hier überhaupt reinzukommen. Ich hab 500 Blöcke. Warte, wo ist hier Victor? Hier, 519 Blöcke hat er. Okay, ja. Ich mach alles frei. Nee, kannst du dich einfach tippieren. Ich hoffe, ich kann erstmal die Münzkiste mitnehmen und ich kann die, bin ich auf 8000 Münzen bekommen. Nice! Yeah! Victor, komm ins Frozen Depths, hier ist Silber. Silber. Ich brauche halt 450 Silber. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Das sind 450 Erze, die ich abbauen müsste. Für ach was, kommst du ran, baust du ab hier. Wollen wir das machen, Anton? Machst du. Meinst du nicht, dass es ein bisschen zu viel ist? Das kriegst du hin. Wo bist du denn hin? Achso, da. Ich baue auf mein Silber. Aber hier ist auch Silber. Hier ist überall Silber, Anton. Du bist überall Silber. Ich werde jetzt Nobody 2012 GRG vernichten. Vernichtet! Haha! Oh, er hat's überlebt. Ich mache dieses Loch zu einer Todesfalle. Ich glaube, dieser Typ streamsniped uns, Anton. Die streamsniped uns alle. Wie alt ist der, gerade 10 Jahre alt ist? Ja, der ganze Name ist da 2012 in seinem Namen, Digga. Ja, der kommt jetzt nie wieder raus aus dem Loch. Komm, schmeiß dir Sprengstoff auf ihn. Ich würde Sprengstoff auf ihn werfen, das funktioniert aber nicht so gut, Anton. Ja, ich werf schon genug auf ihn, er wird nie wieder rauskommen. Ich glaube, du bewirfst gerade einen anderen Typen, der 2012 im Namen hat. Nee, ich bewerfe Nobody 2012 GAG. Es gibt so einen 2012er. Warte, wo? Oh, es gibt auch ein Killer System. Einer ist bei mir im Body, ist mein Silber. Hier, guck, einer ist hier, Anton. Warte, wo? Oh, ja, das ist aber nicht der, den ich meine. Ich meine schon den da unten. Also, ich meine eigentlich den hier. Das ist der Typ, der mir die ganze Zeit Silber klaut. Ehrenlos. Also, ich klaue eigentlich die ganze Zeit Silber. Ja, genau, mein Silber, Anton. Nein, mein Silber, Victor. Anton, du Ehrenloser, mein Silber! Mein Silber! Aber so viel Silber! Ja, ist mein Silber! Mein Silber! So viel Silber, du klaust mir das. Ehrenlos. Ich geh jetzt verkaufen. Nee, ich geh jetzt hier alles wegfischen. Das ist alles mein Silber. Leute, schreibt mal in den Chat, wem gehört das Silber? Mir. Hä? Ich bin jetzt aber gestorben. Der Typ ist aber gestorben. Ja. Das hat aber jemand gestorben, Anton. Ja, und deswegen der Nuke gestorben. Sobald ich da 19.000 Coins übrigens habe, Anton, kaufe ich mir jetzt mein neues Egg. Aber was ich jetzt mal machen könnte... Victor, du kommst ja jetzt alleine klar, nicht wahr? Ja, ich komme alleine klar. Ich bin jetzt OP-Pro. Ich werde ja nur von irgendeinem Typen, der 10 Jahre alt ist, genervt. Ich habe gerade anstatt auf Oberfläche auf Verkaufen gedrückt und jetzt sind meine ganzen Tickets für zu wenig verkauft worden. Opfer! Das ist mir heute schon das zweite Mal passiert, Victor. Und ich krieg jetzt ein OP-Pad. Ich habe jetzt einen Elefanten bekommen, Anton. Sehr schön. Aber für mich war's das dann. Mhm. Ich habe dich unterstützt. Du schaffst das jetzt alleine. Ich schaff das alleine. Du bist jetzt ein großer Junge, Victor. Ich bin ein großer Junge. Für mich war's das dann. Wenn ihr sehen wollt, wie Victor sich geschlagen hat, dann schaut in seinem Video vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!